Er ist hinter uns her, Leute. Und damit herzlich willkommen zurück zu kleinen Albträumen. Okay, das letzte Mal ist uns ja dieser Langarm-Typ gefolgt. Bitte fragt mich nicht genau, wie der heißt. Ich weiß es. Oh, das ist nicht ganz genau. Das hat ihn nicht angelockt? Also... Der Teppichboden, da hat er uns noch nie gehört. Schon wieder sowas. Klee. Sehe nichts. Oh Gott. Ah, wobei der Affe ist gut. Ganz. Da ist wieder. Abwarten, Wolwig trinken. Auf hier rüber, bitte komm nicht hier rüber. Okay, wir sind durch. Ich habe nichts gesagt. Nein, was ist das denn? Hä? Dümmste Idee, die wir hatten, aber ich bin mir sicher, sie funktioniert. Langarm? Kommt, 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 kommt. Wir bleiben ganz entspannt. Ja, hä, was ist das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn so die Folge startet, habt ihr auf jeden Fall Lust weiterzumachen. Ja gut, also ja. Aufzulaufen. Ich kann nichts dafür, wenn sie läuft, obwohl ich nicht laufen drücke. Es liegt einfach am Controller. Ich kann meine Hand auch wegmachen und sie könnte laufen. Den. Unmöglich, dass der mich hört. Unmöglich. Der Fernseher müsste einfach so laut sein, dass er mich gar nicht hören könnte. Er ist es aber nicht. Also es ist... Der Dude doch mal wieder weg. Hallo? Er geht da nicht weg. Ich kann nichts machen.
Meister? Hättest du was dagegen, vielleicht wegzugehen oder so? Fände ich gut. Weiß ja nicht, aber maybe? Ja, hä, wenn er dir die ganze Zeit steht? Ja, was, hä? Was hätte ich denn machen sollen? Also. Was hätte ich denn jetzt in der Szene groß machen können? Er wäre ja so oder so gekommen. Also ein bisschen. Was ist das überhaupt für eine Fernsehserie? Wer guckt sich sowas an? Gut, er. Warte, oh, er kommt. Ich hab mich nicht bewegt. Mit dem Quatsch nicht klettern. Aber solange wir den Fernseher hören, eigentlich gut. Oh no, das heißt, ich muss jetzt fast sein. Kurze Frage, was macht das? Okay, weg hier. Okay, wir haben's. Ey, das ist... Boah, das ist so nervenaufreibend, ich sag's euch. Das ist so schlimm. Nein. Ey, wenn wir jetzt wieder da anfangen müssen. Okay. Oh, ich hätte es euch zusammengeschnitten, klar. Aber ich hätte es ja nochmal machen müssen. Ja, aber woher willst du denn wissen, dass Dampf gefährlich ist? Also gut. Hier kann ich doch bestimmt drauf. Gut, wer sagt, dass Dampf nicht gefährlich ist? Ach, das ist eine Lore. Ja, aber woher willst du das wissen als Typ, der das Spiel zum ersten Mal spielt? Ja, also... Ganz weirde Mechanics hat das, ganz weirde Mechanics. Ich würde das gerne von hinten schieben, ich will nämlich nicht in diese Hot Tub rein. Das ist keine Tub, ich weiß aber trotzdem. Ja, nee, dem truste ich noch nicht so ganz so. Jetzt truste ich. Okay, aber cooles Gimmick, muss ich sagen, dass wir zuerst... Ja. Ah, und der aktiviert den Schall... Nee. Ach, von ihm können wir an die Klinke... Ja, okay, macht Sinn. Nee. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Wir rennen und wir springen. Darf ich hier rennen? Darf ich mich hier bewegen mit Geräuschen? Wow. Okay, das sah so aus, als könnte man sich da festhalten. Ich mache euch mal Licht an, damit ihr auch was seht. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was erkennen könnt. Bisschen arg seltsam, okay. Hey. La. Ey, aber damit... Oh mein Gott, damit rechnest du nicht. Und das war jetzt schon... Okay. Ich weiß, es ist nicht gruselig. Aber es war creepy. Ja. Nein. Das muss nicht sein.
Mach mal deine Hände weg. Da hinten gibt es gratis Pizza, Pizza. Kann ich's? Wenn er seine Hand wieder nach oben an das Rohr macht, dann renne ich durch. Du da, du da. Ich habe keine Ahnung, bis wo ich hinlaufen kann, ehe er wiederkommt. Oh nee. Hallo, Mr. Lang. Okay, das war eine Chasing-Szene. Da hätte ich wegrennen müssen. Ja, aber woher willst du das wissen? Ganz ehrlich, es tut mir leid, dass ich das nicht weiß. Aber nun gut. Okay, jetzt bin ich überfordert. Doch, er weiß wirklich, wo ich bin. Das heißt, ich muss vor ihm wegrennen. Ich weiß weder wohin, ich weiß weder, was ich genau machen muss. Einfach nur rennen. Ja, dann let's go. Wohin? Sag mir, wohin. Da unten durch. Mach nicht deine Arme dadurch. Bro, Bro, Bro. Bro, tu's nicht. Dude, Dude. Mach's nicht. Ey, nein, mach deine Arme weg. Hä, was hätte ich machen sollen? Fragezeichen. Okay, aber es kracht nicht ein. Das ist schon mal, Woher soll er wissen, dass ich da bin? Ich versuche es. Ja. Nein. Dude, es tut mir wirklich leid. Ich hab dir gesagt, mach die Hände da weg. Aber jedem war klar, dass das so kommen musste. Errungenschaft freigeschalten. The Versteck. Oh, Dude. Okay, bräuchte Licht, dankeschön. Auf YouTube seht ihr sonst nichts. Meistens nicht so gut. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich meine Ringleuchte anders eingestellt habe? Anstatt so, ist sie jetzt so. Ich weiß, ihr seht null Unterschied. Aber ich sehe den Unterschied und ich finde es weitaus besser so. Festhalten. Nö. Ich würde gerne nach links gehen. Und nachher ist er da unten. Warte auf mich. Hier kann ich mich nämlich festhalten. Okay. Ich bin nicht runtergesprungen. Also bin ich, aber ich habe nicht springen oder runterlaufen gedrückt. Okay, noch eine Runde, komm. Eine Runde geht noch, die laufen wir hier lang. La la li, la la lo, la la la. Wir dürfen jetzt laut sein, weil er kann uns nichts mehr. La 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 la. Manchmal frage ich mich, warum sich die Leute das hier eigentlich antun. Ich meine nicht das Spiel. Dude, nein, warte. Okay, ich kann da nicht mitfahren.
Ich muss mich doch an den Haken halten, okay? Da hängt ein Schuh. Und nicht der nächste. Was bist du? Der hat einen komischen Kopf. Okay, ich lasse los. Das war mir klar. Wie so immer alle paar Sachen haben wir dieses Hungergefühl. Ich hoffe nicht, dass wir daran sterben. Und immer steht hier irgendwo so ein Junge rum. Oh, die Ratte. Nein, wir essen die nicht. Nein. Six. Gut, also nur also also sie hat gelitten, sie hing in der Mausefalle. Gott, was ist mit dem Spiel los? Das ist in allen europäischen Ländern ab 16. In Deutschland FSK 12. Ja, kommt vor. Dabei ist Deutschland meistens immer das exakte Gegenteil. Das kann ich nicht wegschieben. Das sah so aus. Ja, eben. Sieht aus wie so ein Eingang zu einer Küche. Leute, ihr seht es. Es ist eine Küche. Da ist Ketchup am Boden. Also, eindeutig Ketchup. Nun gut. Okay, das war jetzt... Also, ich habe die Tür nicht gesehen, aber ich wusste, wenn man das verschieben kann, bringt das uns irgendwo... Es ist eine Küche. Hier hat's gespeichert. Es ist ein Koch gewesen. Ach, und das ist seine Mütze. Und der bereitet gerade Fisch zu. Aber der kann uns sehen. Geh weg. Der hat wie so eine Art Maske auf. Nun gut, aber liebe Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das ganze Let's Play bis jetzt gefallen hat, positive Bewertung, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!